Dagegen bewirkt die Idee vom Lachen ohne Grund wahre Wunder. Man liebt die Idee und manche hören gar nicht mehr auf zu lachen. Seit einigen Jahren wird jeweils am ersten Sonntag im Mai der Weltlachtag gefeiert. Nur einige Dutzend Mitglieder der 39 deutschen Lachclubs waren am 4. Mai 2003 nach Stuttgart gekommen, wo das gemeinsame Lachen ohne Grund den Abschluss eines Kongresses bilden sollte. Es gibt einige Skepsis gegenüber der Art und Weise, wie wir die Menschen zum Lachen bringen. Viele denken, es sei ein forciertes, künstliches Lachen. In Wirklichkeit aber spüren es die Leute. Sie verspüren einen gewissen Nutzen davon. Ich kann nur sagen, warum versuchen Sie es nicht einfach einmal? Forcieren Sie ein Lachen und spüren Sie selbst, wie es sich anfühlt. Mit Trompetenklängen des Clowns Pello wurde William Fry, der als Referent am 2. Internationalen Kongress Heilsames Lachen teilgenommen hatte, für sein Lebenswerk als Begründer der modernen Lachforschung geehrt. Er hatte unter anderem zeigen können, dass humorvolles Lachen verschiedene positive Auswirkungen auf den Körper und die Psyche hat. Er bezweifelt nicht, dass selbst forciertes Lachen nach Kataria einen positiven Effekt erzielt. Mein erster Eindruck: Es ist eine wundervolle Übung. Sie beinhaltet auch den Punkt der Meditation. Durch die Konzentration auf die Aktivität verliert der Teilnehmer den Kontakt mit äußeren Einflüssen, mit Problemen des Alltags. Das eröffnet sowohl die Möglichkeit, physisch als auch psychisch loszulassen und zu entspannen. So, it gives you an opportunity to have both a physical release, but also a psychological release as well.